Hallo, herzlich willkommen beim neuen super, super wichtigen Video auf meinem Kanal. Manifestation ist, was du bist. Das weißt du, deswegen folgst du mir hier. Und ich möchte dir heute nochmal richtig die Augen öffnen, damit du verstehen kannst, warum die Dinge noch nicht da sind, die du manifestieren möchtest. Es ist ein energetisches Spiel. Es ist ein energetisches Spiel, das kannst du nicht brechen. Es ist deine Energie, die sich im Außen manifestiert. Ende, Punkt, Amen. Was bedeutet das also für dich? Wenn du das wirklich, wirklich glaubst, dann weißt du, dass es eine Sache ist, die du mit dir ausmachen musst. Und zwar ohne Kompromisse. Ohne Kompromisse. Und Kompromisse sind eben vor allem äußere Umstände. Die Kompromisse, die du eingehst, die sind deine Limitierungen. Du limitierst dich, weil du glaubst, dass irgendetwas da draußen im Außen so ist, wie es ist. Dass irgendetwas da draußen so zusammenhängt, wie du es glaubst. Beispiel. Wenn du deinen SP manifestieren willst, wenn du dir eine super erfüllte, liebevolle, respektvolle Beziehung manifestieren willst, kannst du nicht glauben, dass es im Außen irgendetwas gibt, was dich davon abhalten könnte, trennen könnte. Und wenn du glaubst, dass womöglich dein SP eine andere vorziehen könnte, wenn du an diese Möglichkeit glaubst, an diese Eventualität, rate mal, dann ist es in deiner Realität so. Punkt. Und das sind Sachen, die müssen wir aufdecken. Diese tief verankerten Überzeugungen, das sind nicht Glaubenssätze, das sind Überzeugungen. Die hast du und davon haben wir eine Tonne davon. Viele sagen, das ist das Unterbewusstsein. Ich sage, das ist der Bodensatz, den ich noch nicht an die Oberfläche gebracht habe von meinen Überzeugungen, von meinen Annahmen und Rückschlüssen, die sich da draußen immer noch manifestieren. Du willst deinen SP haben, du glaubst, er ist stur, er ist so, wie er ist. Du glaubst, er ist so, wie er ist. Naja, dann ist er so. Aber es gibt von jeder Person unendlich viele Versionen. Und nicht, weil du sie veränderst, weil du ihn veränderst in eine andere Version, sondern weil du die Multidimensionalität unseres Universums verstanden hast und weißt, dass unendlich viele Realitäten zur Verfügung stehen, die schon da sind. Und dass es an dir ist, in diese Realität einzusteigen. Und wenn du eingestiegen bist in deinem Selbstkonzept, in deiner Identity, dann passt sich alles dem an, weil du bist in dieser Realität. Du sagst, wie deine Realität funktioniert. Du sprichst es aus und dann eröffnet sich diese Realität und du stehst da drin. Und jetzt musst du da drin bleiben. Und wenn du denkst, dass in deiner Realität Konkurrenz dir gegenüber besteht, sprich, was deinen SP betrifft oder was dein Business betrifft oder was dich in deiner Arbeit, in deiner beruflichen Karriere betrifft. Wenn du glaubst, dass da irgendetwas ist, was dir das nehmen könnte, was du bist, dann machst du einen riesengroßen Fehler. Aber das sind so, so tiefsitzende Überzeugungen von unserer nicht Divine Design Identity, von unserer in materiellen Relationen aufgewachsenen analytischen Identity. Und das kann nicht
bestehen, wenn du etwas anderes manifestieren willst, wenn du etwas anderes da draußen sehen willst. Keine Limitierung darf bestehen. Kein Einfluss von außen darf für dich in deinem Mindset bestehen. Keine äußeren Umstände dürfen in dein Denken einbezogen werden. Und solange du das eben noch tust, wird sich nicht groß etwas verändern. Du wirst kleine Veränderungen haben und gleichzeitig wirst du Einschränkungen erleben. Du musst raus aus der Welt der Beschränkung, weil sie existiert nur in deinem Kopf, sie existiert nur in deinem Mindset. Und es ist die Meisterschaft, das zu verstehen und zu befolgen. Befolgen, du musst es befolgen in deinem Denken. Musst du es befolgen? Du darfst keine Gedanken denken, die irgendwo eine Einschränkung eröffnen. Du darfst nicht in Vergangenheit denken, wie sich Dinge entwickelt haben. Das ist absolut irrelevant in einem energetischen Universum. Die Energie folgt dir. Folgt dem, was du glaubst, was du denkst, was du annimmst. Und als limitloses Wesen habe ich doch keine Einschränkung. Also muss ich ohne Einschränkung denken. Das ist der einzige Schlüssel, den du befolgen musst. Und warum kannst du ihn nicht befolgen? Weil du noch nicht ganz geschiftet bist, weil du noch nicht ganz verankert bist in dieser limitlosen Realität, wo kein Fehler an dir besteht, keine Einschränkung an dir besteht, kein Zweifel an dir besteht, keine Angst an dir und deiner Macht und an deiner Power besteht. Das ist absolutes Selbstbewusstsein, Selbstständig, Selbstliebe, Selbstanerkennung, selbst, alles selbst. Was du nur dir vorstellen kannst, es ist selbst. Hast du es selbst? Und wir sind nicht geboren zu glauben, dass wir das selbst haben, dass wir das selbst sind. Deswegen laufen bei uns noch Überzeugungen, die uns immer wieder rausschmeißen aus der Timeline, aus der Realität, in der unsere erfüllten Wünsche sind. Stell dir das so vor. Dein erfüllter Wunsch ist hier. Es geht vertikal. Es ist nur jetzt. Es gibt keine Zeitlinie. Es ist jetzt, wer du jetzt bist. Und jetzt hast du das Leben, die Beziehung, das Geld. Jetzt hast du es. Zu denken. Aus diesem Zustand heraus hast du schon 100.000 Mal gehört, aber du schaffst es nicht, weil du immer noch einen Schritt rausgehst. Hier ist dein erfüllter Wunsch. Du schaust und sagst, es fehlt etwas. Ich habe Angst, dass es mir weggenommen wird. Ich habe Angst, dass es sich nicht so ergibt, wie ich möchte. Dann denkst du aus diesem nicht erfüllten Wunsch heraus. Und das geht nicht, weil dann bist du hier weg von deinem Wunsch, der da drüben steht. Und wenn du diesen Shift machst in die Identität deines erfüllten Wunsches, dann kannst du da nur bleiben, dich verankern mit allem, was du hast, durch deine Gedanken. Deine Gedanken müssen in diesem Raum denken, in diesem Seinszustand denken, des erfüllten Wunsches. Aber deine automatische Denkweise ist noch nicht darin verankert und du musst sie verankern. Du musst nichts anderes tun, als sie zu verankern. Und wenn du das tust,
dann wird sich wie magisch da draußen alles so organisieren, aufstellen, zeigen, dass du erkennst, wow, ich bin diese Traumfrau. Das Leben liebt mich. Alles, was ich tue, wird geliebt und anerkannt und wertgeschätzt. Mein Partner liebt mich. Mein ganzes Umfeld ist begeistert von mir. Aber wie trittst du auf in Wahrheit? Wie trittst du auf? Wie begegnest du Menschen? Wie gehst du in Situationen rein? Immer mit der Eventualität, immer mit der Möglichkeit, dass dein altes Ich gesehen wird. Dass du vielleicht abgelehnt wirst, dass du vielleicht nicht gut ankommst, dass jemand dir nicht schreiben will, dass jemand keinen Kontakt mit dir will, dass jemand etwas anderes vorzieht, andere Frauen, andere Aktivitäten etc. pp. Und solange das in deinem Kopf eine Möglichkeit und eine Eventualität ist, na, was glaubst du? Es ist so. Es ist so. Und du bist dort, wo diese Möglichkeiten und Eventualitäten sich realisieren. Und der einzige Weg ist Erkenntnis, Erkenntnis, Erkenntnis. Erkennen, wo denkst du noch? Aus Angst, aus Zweifel. Wo denkst du noch in Möglichkeiten und Eventualitäten, die passieren könnten, die du nicht haben möchtest? Das muss auf den Tisch. Hier ist der Tisch vor mir. Du musst es auslegen, du musst es sehen, du musst es erkennen, damit es transformiert, damit es transzendiert. Und diese Sachen, die sind zu finden und die kannst du schnell finden. Und du hast allerdings leider einen Mechanismus eingebaut, wo du diese Dinge ganz, ganz tief unten vergraben hast, weil du weißt sie nicht, du siehst sie nicht. Sie kommen einfach hoch, indem diese Eventualität, diese Situation dir im Außen wieder gezeigt wird. Du musst das Außen ignorieren und gleichzeitig erkennen, was dein altes Außen manifestiert hat, das auf den Tisch legen, das bearbeiten, das verändern, erkennen die Lüge dahinter, die Unwahrheit dahinter. Und das ist das, was ich mit euch mache im Divine Design Soul Blueprint Programm. Wir lassen das Außen, die äußere Welt, als alten Informationsgeber fungieren. Ja, hier sind die Informationen. Hier bin ich in meiner neuen Identity, in meiner vollen Kraft, in meiner vollen Power und lasse mich nicht irritieren, was sich gerade da außen zeigt, weil ich es gar nicht mehr spüre, weil ich es nicht mehr merke, wenn ich diese Überzeugungen auf den Tisch gelegt habe und losgelassen habe. Weil ich weiß, sie dienen mir nicht. Sie dienen einer Realität, sie dienen einer Möglichkeit, sie dienen einer Eventualität, die ich nicht möchte. Also muss ich es sein lassen, über solche Eventualitäten und Möglichkeiten, die aus meiner Angst entstehen, drüber nachzudenken, sie real zu machen. Jeden Moment, wo du etwas denkst, ist es reell? Alles, was du denkst, ist Realität. Hier und jetzt. Und dieses klare, reine, ich bin heute auch ganz weiß angezogen, diese Reinheit in deinem Kopf, in deinen Ansichten, dieses Verankertsein einzig und alleine in deiner Divine Design Identity, die hinterher deine, die gleichzeitig nicht hinterher deine Divine Design Reality zum Vorschein bringt. Und diese ganzen Ängste, die du hast, diese ganzen Ängste, die du noch hast, diese ganzen Befürchtungen, die du noch hast, die werden dir dein Leben lang die Suppe versauen.
Wenn du nicht dir erlaubst, in einen angstfreien, klaren, kraftvollen, selbstbewussten Zustand einzutreten, in dem dich nichts, aber auch nichts, keine Information, kein Satz, keine Situation davon abbringen lässt, wer du bist und wie sich dein Sein im Außen zeigt. Und ich habe dieses Programm, das Divine Design Soul Blueprint Programm, so aufgestellt, dass du nach 3 Monaten diese Position für dich in deinem Leben eingenommen hast, zweifelsohne und nicht mehr weichst, weil du überzeugt bist, dass das das Prinzip ist, das funktioniert und weil du das Prinzip unweigerlich, permanent, kontinuierlich anwendest. Und deswegen hast du, wenn du diese 3 Monate durchgegangen bist, die Möglichkeit, dieses Programm, das dir dein Leben verändert hat, das dir die Dinge gebracht hat, die du willst, weil du jetzt die bist, die du wahrhaftig bist und immer schon sein wolltest, die alle Schmerzen, alle Ängste genommen hat, alle Unsicherheiten genommen hat und du im Leben stehst wie ein Stern, wie ein Star. Und wenn du das glaubst, dass es so funktioniert, warum solltest du nicht dieses Programm weiterempfehlen? Warum solltest du nicht aller Welt erzählen, wie das Leben wirklich funktioniert? Warum solltest du nicht Freunden und Bekannten mitteilen, wie Transformation und Manifestation vonstatten geht? Jetzt kannst du dir das nicht vorstellen. Weil du immer noch glaubst, man darf anderen Leuten doch nichts auftreten und nichts empfehlen. Aber wenn du die Frau bist, der Mann, aber wir haben noch kein Programm für Männer, der das wirklich am eigenen Leibe erlebt hat. Was kann dich aufhalten? Was kann dich aufhalten, der Welt davon zu erzählen, was Freiheit wirklich bedeutet? Was Fülle, was Erfüllung, was Sorglosigkeit wirklich bedeutet? Niemand kann dich aufhalten. Und du wirst es einfach nur erzählen. Und ohne irgendetwas groß zu machen, wirst du die Leute einladen in das nächste Divine Design Soul Blueprint Programm. Sie werden ihre Transformation erfahren. Und du hast deinen Anteil von 20%. Einfach nur, weil es so ist. Und wenn du diesem Prinzip vertraust, dann weiß ich nicht, warum du diesen Schritt nicht gehen sollst. Die jetzige Angst beiseite zu legen und zu vertrauen in das Prinzip und zu vertrauen, dass du es umsetzt, weil du es dir vorgenommen hast, weil du ja gesagt hast, weil du mit uns in den Raum eintrittst, in die unendlichen Möglichkeiten, den Raum, wo du kein Ausweichen mehr hast, weil du täglich daran erinnert wirst und dich selber daran erinnert wirst, erinnerst, wo deine Kraft und wo deine Power ist. Es ist so leicht. Ich habe es so leicht für dich aufgebaut. Ich habe es so leicht gemacht. Und ich habe so den Weg für dich geebnet, dass wenn du begeistert bist, dass du hinterher Divine Design Soul Blueprint Master Coach, Master Mentor sein kannst in meinem Team, wo du nie wieder vergisst, wer du wirklich bist, wo du dir Himmel auf Erden manifestierst, während du gleichzeitig andere Leute in die Freiheit und die Erfüllung und Sorglosigkeit führst. Warum solltest du das nicht wollen? Warum solltest du dir nicht vertrauen wollen, dass du es durchziehen kannst? Warum solltest du deiner Wahrheit, deiner Soul Blueprint, deinem wahrhaftigen Sein nicht endlich mal vertrauen? Wenn du es weißt, wenn du es weißt, warum tust du es nicht? Warum vertraust du nicht? Warum gehst du den Weg nicht? Warum? Wenn ich dir den Raum öffne und ich dir 3 Monate lang nicht mehr erlaube, hier auszuwitschen, weil wir täglich dafür sorgen, dass du verankert bist in deinem Seinszustand,
Solange, bis du es selber nicht mehr anzweifelst, keine Sekunde, weil wir üben, weil wir trainieren, weil dein Mindset geschiftet wird, weil du eine neue Art und Weise des Denkens lernst. Und das ist nicht nur Mindset, sondern das ist Seinszustand. Das ist das, was ich möchte. Und wenn du jetzt noch hier bist bei diesem Video, wenn du jetzt noch zugehört hast, dann ist das für dich, es ist nicht für jedermann. Nein, es ist wirklich nicht für jedermann. Manche sind zu verhaftet, zu verankert in ihrem materiellen Materiedenken, Zusammenhangsdenken, Analysedenken, dass sie mir noch nicht glauben können. Dass sie ihrem Divine Design Soul Blueprint noch nicht glauben können. Okay, aber wenn du es glaubst, wenn du es glaubst, dann weiß ich nicht, warum du es nicht weitergeben möchtest, warum du nicht für dich selber zeigen möchtest, dir selber zeigen möchtest, dass du durchhalten kannst, dass du bei dir bleiben kannst, dass du deinem Blueprint vertraust, dass du dir eine Identität daraus generierst, die absolut bedingungslos und grenzenlos ist hier, in ihrer vollen Macht steht und die für die Liebe, für das Gute, für die Erfüllung, für die Fülle einsetzt. Was willst du denn sonst tun mit deinem Leben, außer das zu leben, was deinem Herz, deinem Blueprint, deinem Soul Blueprint entspricht? Frage dich das. Und wenn du jetzt erkannt hast, dass es nichts gibt, auf das du warten musst, weil du ja schon da bist, du bist schon da. Du hast dein ganzes Leben auf dich gewartet. Auf die Entscheidung, dir zu erlauben, du selbst zu sein und ein Leben zu führen, das dir entspricht. Nicht ein Leben zu führen, wo äußere Umstände dir nicht erlauben könnten, deine Kinder so zu erziehen, wie du möchtest. Dort zu leben, wie du möchtest. Einfach nur zu tun, was du möchtest. Das bist du. Du erlaubst es dir nicht. Weil du dich einsperrst in einem in einer Gedankenwelt, wo du auf Erlösung wartest und die Erlösung steht schon vor dir. Jedes Mal, wenn du in den Spiegel schaust, ist dein Erlöser, deine Erlöserin, steht dir gegenüber und schaut dir in die Augen und sagt, was machst du da mit deinem Leben? Was machst du da? Wenn du die Power kennst, die du hast, wenn du weißt, wie es funktioniert, wenn du gespürt hast, dass das, was du in Wahrheit bist, raus will, erlebt werden will, dann geht es jetzt darum, dass du gehst, dass du gehst, dass du in die Erlebnisse gehst, dass du dir diese Erlebnisse für dich generierst, dass du dir erlaubst, die Neue zu sein, dass du dir erlaubst, neue Entscheidungen zu treffen jeden Tag. Nur dann funktioniert es. Nur dann funktioniert es. Du bist entweder all in deine Reality, oder all out. Und es geht nicht darum, dass du niemals rausgehst, aber es geht darum, dass du sofort wieder zurückkommst. Das ist es. Und dafür sorgen wir in diesem Raum, wo die Energie dir nur sagt, wer du bist und was für dich möglich ist. Und wo du dann erkennst, für dich selber, wenn du aus diesem Blueprint Masterprogramm raus bist, dass du ein wandelndes Divine Design bist. Du hast eine klare Message. Du hast einen klaren Mindset, der absolut unabhängig ist von dem, was du glaubst, tun zu müssen, weil du dir einfach nur erlaubst, du zu sein. Du zu sein. Dein bestes Du. Dein wahrhaftiges Du. Das Du, das du schon immer warst. Dass du als das Du geboren bist. Und das zu tragen durch diese Welt, auf deinen Füßen, in deinem Körper, in diese Welt reinzutragen, mit deinem Mund reinzusprechen, mit deinen Gedanken reinzudenken, mit deinen Augen reinzusehen. Wenn du das begreifst, wenn du das wirklich begreifst, dann ist es jetzt an der Zeit, diesen Schritt zu tun und diese Vorreiterrolle anzunehmen und rauszugehen und den Leuten zu sagen, was die Wahrheit ist. Das ist das Problem. Wir sind jetzt in einer Zeit, in der es
gefragt ist, dass die Leute sprechen über die Wahrheit und keine Angst mehr haben, die Wahrheit auszusprechen. Es gibt keine Verfolgung, es gibt keine Jagd, es gibt gar nichts. Es gibt nur dich. Du kannst nicht ausgeschlossen werden, du kannst nicht zurückgewiesen werden. Nichts. Die Welt wartet auf dich, du wartest auf dich. Deine Welt will einfach die sein, die dir gefällt. Genauso wie dein SP, dein Business, dein Bankkonto will das sein, das dir gefällt. Das ist so, das ist Gesetz. Nichts und niemand in deiner Welt will so sein, dass es dir nicht gefällt. Aber dadurch, dass du natürlich die bist, die dir nicht gefällt, die eingeschränkt ist, die unterdrückt ist, die irgendwelche Regeln, Gesetze akzeptieren muss und sich danach halten muss, weil man ihr es gesagt hat. Du glaubst es. Du glaubst es, dass es so ist. Du glaubst es, dass du es nicht ändern kannst. Du glaubst, dass du deinen Mann, deine Familie, deine ganze Familienaufstellung nicht ändern kannst. Und du gehst in Familienaufstellungen und lässt dir wieder sagen, wie deine Familie aufgestellt ist, anstatt dass du vom blanken weißen Blatt deine Familie aufstellst. So wie du es haben willst. Und nicht so, wie es dein Unterbewusstsein über andere Leute aufstellt. Das ist du aufgestellt. Wenn du in der Familienaufstellung schon mal warst, oder, dann weißt du das. Du stellst es auf. Die stellen sich deiner Vorstellung entsprechend auf. Deine Vorstellung ist verankert in dem, was deine Familie, deine Ahnenlinie weitergegeben hat. Und du stellst es auf. Und dann glaubst du es. Und du glaubst, dass du es nicht verändern kannst. All diese Ansätze, all diese Therapien, all diese Modalitäten, die beruhigen dich. Die beruhigen dich. Aber sie bringen dich nicht in deine Power. Und die Power hast du. Und darum geht es mir, dass du das erkennst, dass du dir nichts mehr erzählen lässt, was dir sagt, du musst um zu, um zu, um zu. Alles, was dir etwas anderes erzählt, als dass du dieses Divine Design Soul Blueprint von dir verkörpern kannst, bedingungslos, jeden Moment, jeden Moment. Und dann die Welt sich verändert für dich. Deine Welt, dein Umfeld. Passt sich an. Komm in deine Kraft. Vertraue dir, vertraue dem Prinzip. Ich vertraue dem Prinzip. Das macht mich zum Coach, der so gut ist. Ich mir keinen Bullshit erzählen lasse. Ich erlasse mir keinen Bullshit erzählen. Wenn mir einer sagt, es geht nicht, dann sage ich, nein, das geht. Das geht. Und viele von euch haben vielleicht schon gehört, wie ich vor 3 Jahren meinen Sohn ins Nationalkader manifestiert habe. Er war nicht selektiert. Er hat geweint. Er war verzweifelt. Er hat gesagt, das ist jetzt entschieden und die Trainer sind so und der Verband ist so und so weiter und so fort und es ist jetzt entschieden und er ist nicht dabei und sein Leben ist vorbei, seine Karriere, auf die er jahrelang, seitdem er 4 Jahre alt war, hingearbeitet hat, ist vorbei. Und ich habe gesagt, Schluss. Nichts ist vorbei. Gar nichts ist vorbei. Ja, aber die revidieren die Selektion nicht und das ist so, und das ist so festgelegt und so weiter. Und hat nur geweint und hat, ja, mein alles, wofür ich gearbeitet habe, ist vorbei. Und habe ich gesagt, so. Und jetzt machst du nur einen Tag heute alles, was ich dir sage. Du machst genau das, was ich dir sage. Dann habe ich mit ihm gearbeitet. Ich habe ihn keine Sekunde aus den Augen gelassen. Und ich habe noch eine Co-Trainerin von mir, habe ich ihn coachen lassen, 1 Stunde lang, damit eben nicht nur die Mama-Power kommt, sondern dass eben auch die externe Klarheit kommt. Und ich habe ihn seinen ganzen Kopf freigewaschen. Mit meiner Energie, mit meinen Worten, mit meiner Klarheit, mit meinem Fokus, mit meiner Bestimmtheit. Und am Abend ist er dann ins Bett gegangen und gesagt, Mama, egal was ist,
Ich weiß, ich werde meine Snowboard-Karriere leben. Er war im Frieden. Er war im Frieden. Und ich war in der Klarheit. Ich war in der Klarheit. Ohne Zweifel, ohne Angst. Für ihn mit. Das war am Abend, am nächsten Tag, um 16 Uhr, kommt der Anruf. Sie haben neu selektiert. Und er ist jetzt im Nationalkader. Und sogar noch ein Freund von ihm, den sie auch nicht selektiert hatten, ist auch dabei. Das war vor 3 Jahren. Und heute ist er in der Weltspitze vom Freestyle-Snowboarding. Einer der Besten in der Schweiz, der Zweitbeste in der Schweiz. So schaut's aus, Leute. Und das ist diese Bestimmtheit, das ist diese Überzeugung, die du selber, wenn du gefangen bist von deinen äußeren Umständen, alleine nicht halten kannst. Und das muss dir einfach bewusst sein. Und in unserem Masterprogramm wirst du da drin festgenagelt. Genauso wie ich meinen Sohn festgenagelt habe. Den habe ich damals sogar noch mit zum Zahnarzt genommen. Ich habe ihn keine Sekunde aus den Augen gelassen. Ich habe seine Energie kontrolliert und er hat es mir erlaubt. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil ich habe ihm gesagt, du hast eine Chance. Und die eine Chance ist, du machst, was ich dir sage. Das ist die eine Chance. Und du machst nichts anderes. Und er hat gesagt, ja, Mama. Und es waren keine 48 Stunden, bis ich Unmögliches bewegt und verändert hat, bis sich unmögliche Sachen einfach möglich gemacht haben. Wo Leute, die noch nie ihre Meinung geändert haben, wo Prinzipien, wo Selektionskriterien, die vom Verband geschrieben waren, verändert wurden. Leute, was kann ich euch sonst noch sagen? Dieser rigorose Weg, diese Kraft und diese Power ist zu entfalten. Und sie ist in dir. Und ich erinnere dich so lange daran, bis du es selber weißt. Und dann gehst du voraus und machst das Gleiche für andere. Das ist Service. Das ist Service an der Menschheit. Das ist Dienen. Aber aus einer Position heraus, nicht unten irgendwelchen Umständen Kraft zu geben, sondern in deine eigene Kraft zu kommen und zweifelsohne darauf zu bestehen, dass das Leben dir das zeigt, was du bist, was du glaubst, wovon du überzeugt bist. Wir starten am 1. Mai, Divine Design Soul Blueprint Programm. Wenn du Fragen dazu hast, ich habe hier unter dem Video einen Link, da kannst du ein 20-minütiges Gespräch mit mir oder der Miriam buchen. Und ansonsten melde dich sofort an. Der Link ist da unten. Du hast nichts zu verlieren. Du kannst nur dich selbst verlieren. In deinem ganzen Leben kannst du nichts verlieren, nur dich selbst. Und deine Power klein machen. Also, steig ein, vertrau dir, dass du diesen Weg gehst und vertrau dir, dass du auf diesem Weg bleibst bis zum Ende deines Lebens und dass dieser Weg dich dafür entlohnt, dass du ihn gegangen bist, weil es so ist. Also, ihr Lieben, wir sehen uns im nächsten Video. Und du kannst es teilen, liken, kommentieren, so viel du möchtest, wenn du jetzt schon in deiner Power stehst und sagst, ich will der Welt sagen, wer wir wirklich sind.